Tja, Leute, ich musste vorher recht geben. Der Herr Hanger hat es bis heute nicht begriffen. Er sagt immer, es wurde was getan, es wurde was getan. Ich merke nichts. Lieber Herr Hanger, bleiben Sie bei der Wahrheit, bitte. Bleiben Sie bitte bei der Wahrheit, Herr Hanger. Ja, heute habe ich mein Frühstück gegönnt. Jetzt muss man schon für ein komplettes Frühstück, was aus zwei Sachen besteht, einmal als Gusto-Baguette und als Cola, kostet jetzt mittlerweile fast 7 Euro. Herr Hanger, können Sie nachts noch schlafen? Bei so etwas ich nicht. Und ich will, dass hier was gemacht wird und nicht immer nur große Volksreden schwingen, Herr Hanger. Mich wundert es nicht, wenn die SPÖ hier mal auf 180 ist. Weil es kann nicht wahr sein, dass man hier nur Hände und dann passiert nichts. Herr Hanger, noch einmal. Sie sagen immer, wir haben in der Regierung was getan. Ich merke nichts. Ich merke hier 0, Josef, Herr Hanger. Also ich schäme mich für Sie. Für den Unsinn, was Sie machen, da wundert es mich nicht, wenn die Frau Herr irgendwann einmal den Geduldsfaden mal verliert. Und noch einmal, Herr Hanger, es muss zügig gearbeitet werden. Mir kommt es hier irgendwie so vor, als ob man hier den ganzen Tag nur in Dornröschenschlaf verwiegt und hier einfach die Menschen für dumm verkauft. Und dazu haben Sie nicht das Recht, Herr Hanger. Sie haben das Recht, den Menschen die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen, bis sich die Balken biegen hier. Einerseits finde ich es gut, dass die Mitarbeiter mehr verdienen wollen, aber jetzt hier auf den Rohstoffpreis alles abzuwälzen, lieber Anker, liebe Supermärkte und das Ganze, das ist ein bisschen scheinheilig. Und noch einmal, lieber Herr Hanger, machen Sie es rasch wie möglich und nicht irgendwann, bis wir mal alle auf der Straße demonstrieren, weil die Lebensmittelpreise untragbar sind. Und noch einmal, Herr Hanger, wir sind nicht die Bürger, die das gewünscht haben, dass alles teuer wird. Im Gegenteil. Zuerst ist der Ukraine-Krieg gekommen, dann hat man angefangen, irgendwie auf Kosten dieses Krieges hier die Hände voll zu reiben. Lieber Herr Hanger, das nimmt schon kriminelle Züge an hier. Sowas macht einen Bürger echt einmal böse. Und dann sollen wir noch Verständnis haben? Nein. Also wenn sich bald hier nichts tut, fordere ich persönlich den Rücktritt von ÖVP und Grüne an. Weil anders kann es ja nicht sein, dass man hier dauernd nur sagt, wir machen etwas und in Wirklichkeit stellt sich das als glatte Lüge dar. Und wenn einmal was gemacht wird, dann halt in Schneckentempo. Erinnert mich irgendwie an die SpongeBob-Schnecke Gary. Und so sollte nicht gearbeitet werden. Liebe Frau Herr, machen Sie Ihren Abgeordneten Hanger einmal Druck. So ein Druck, dass man glauben könnte, ihm wäre im Kopf was geplatzt, weil anscheinend versteht dieser Herr das gar nicht. Und ja, ich kann auch reden, viel reden, wenn der Tag lang ist. Aber trotzdem, die Lebensmittelpreise sind zu hoch und die gehören heruntergesetzt. Man soll sich nicht auf Kosten der Ukraine-Krieg bereichern, echt nicht.